die Schwerkraft nicht so an. Und ja, es geht halt einmal alles nach unten. Hallihallo, grüß euch. Heute habe ich wieder einen Interviewgast. Und ich freue mich total. Danke, dass du Zeit genommen hast, Christa. Gerne. Sie ist eine Expertin mit einer ganz besonderen Expertise zum Thema Well-Aging. Und wir haben entdeckt, dass wir eine Schnittstelle haben. Mhm. Und das wollen wir euch heute ein bisschen erzählen. Christa, stell dich mal ein bisschen vor. Ja, mein Name ist Christa Gugler. Ich mache Gesichtsmuskelaufbautraining. Das ist mir immer wichtig. Also nicht Gesichtsgymnastik. Das heißt, ich trainiere die Gesichtsmuskulatur im Gesicht, dass sie einfach wieder fester wird und die Muskulatur an Volumen gewinnen. Das ist eigentlich meine Hauptaufgabe. Okay, ist jetzt da Well-Aging oder Anti-Aging? Also Anti-Aging ist für mich so ein bisschen die Unwahrheit, weil Anti-Aging geht einfach nicht, oder? Aber Well-Aging, das ist für mich so, dass ich sage, okay, für mich wohlfühlend älter werden, oder? Und ja, glänzend. Es ist einfach eine Methode, wo man eigentlich mit einem Aufwand von täglich ein paar Minuten eigentlich was dagegen tun kann, dass man älter ausschaut durch diese hängende Muskulatur. Ja. Das ist ja wichtig, Gesichtsmuskelaufbautraining ist ja wichtig, dass die Muskulatur wieder fester wird, weil festere Gesichtsmuskeln, da kann einfach die Schwerkraft nicht so an. Und ja, es geht halt einmal alles nach unten. Ja. Und durch feste Gesichtsmuskeln hat man wieder straffere Gesichtskonturen und man fühlt sich dann eigentlich wieder wohler und man kann eigentlich selbst was dagegen tun, ohne dass man immer irgendwo extern hingehen muss. Oder ja, also es gibt praktisch ein Gesichtsmuskelaufbautraining. So wie wenn ich mein Sixpack trainiere? Genau das Gleiche. Also genauso wie man sich straffere Oberarme, einen strafferen Po, Bauch etc. antrainieren kann, kann man sich genauso straffere Kinnpartie, Augen, Stirn, Lippen kann man vergrößern oder die Halsmuskulatur straffen, geht genauso. Ich hänge jetzt bei Lippen kann man vergrößern. Mhm. Ganz einfach, die Lippen sind umgeben mit dem Mundringmuskel, das ist ein Muskel. Wenn der Muskel abbaut, dann entstehen dann diese Lippenfältchen und ist ganz logisch, wenn man den Muskel wieder stärkt und aufbaut, dass er größer wird, also das Volumen größer wird, dann reduzieren sich auch die Falten und die Lippen gehen wieder nach außen und wirken dadurch größer. Wow, oder? Ja. Okay, und das hat jetzt aber, na, wie stelle ich jetzt die Frage, also Muskulatur und Haut, das sind jetzt praktisch, ja, also du trennst es jetzt gerade für mich, in Wahrheit. Muskulatur und Haut, ich muss es trennen, weil ich bin weniger für die Haut zuständig, die natürlich automatisch durch das Training, man kriegt ein besseres Hautbild, ja. Aber mein Spezialgebiet ist die Muskulatur. Ja. Also Pflege ist wichtig und von innen was, das Ernährung etc. ist wichtig, aber ich bin zuständig für die Muskulatur. Okay. Und die aufzutrainieren, das ja. ist mein Spezialgebiet. Und ich weiß, du hast mir es ja vorhin schon gezeigt, dass du, wenn sie die Muskeln anspannt im Gesicht, ja, ich sage jetzt nichts mehr dazu. Kannst du es nochmal zeigen oder halt in die Kamera? Ja, okay, es ist irre. Wenn ich das so mache, ist bei mir alles weich. Ja, man sieht hier dann quasi wie bei einem Sixpack kommen bei mir dann die Muskeln da überall heraus. Ja. Und ja, ich trainiere ja schon fast 30 Jahre jetzt, genau. Ich habe sie in Amerika kennengelernt und ja. das ist ein langer Weg dahin gewesen, aber ich trainiere schon relativ lange und das gehört für mich zum täglichen Programm wie Zähneputzen. Wie lange dauert denn Training? Also wenn man es kann, das sind nur 10 Übungen, das sind die 10 Hauptübungen, da haben sie alles trainiert, von der Stirn bis zum Dekolleté, ist man in 10 Minuten fertig. Und das fünfmal die Woche. Also wenn man es kann, hast du gesagt. Am Anfang dauert es länger, weil man muss ja ein bisschen lernen, man muss es richtig machen, man muss schon ein bisschen aufpassen.
Aber es ist ein wirkliches, es ist auch anstrengend, die Leute unterschätzen das manchmal. Okay. Also wenn es bei mir bei den Workshops sind oder Seminare und probieren das erst einmal sagen, das ist ja anstrengend, sage ich, ja, ich mache ja keine Gymnastik, ich mache Gesichtsmuskelaufbautraining. Ja, also Bauchmuskeltraining muss man ja irgendwo spüren. Ja, man spürt es. Weil sonst. Also man hat auch am Anfang nach dem Training einen richtigen Muskelkater im Gesicht, ja. Okay. Also das ist schon ganz besonders. Ja. Also da muss man schon die richtige, bis zur äußersten Anspannung anspannen und halten. Es tut dann am Anfang richtig weh. Ja. Aber es bringt dann auch was. Okay. Gymnastik, ein bisschen hin und her bewegen, das ja, baut keine Muskeln auf. Ja, okay. Und alles andere, was es so gibt, ich sehe es immer im Facebook, gibt es so Videos, wo eben das so ein bisschen gestrafft wird und so. Das hat nichts mit der Muskulatur zu tun. Das hat nichts mit der Muskulatur zu tun. Okay, das ist alles oberflächlich die Haut. Ja. Also nicht, dass die anderen Methoden die vielleicht ein bisschen eine Entspannung im Gesicht bringen, etc. etc. Ja. Also sicher nicht schlecht. Ja. Aber um wirklich jugendlichere Konturen wieder zu bekommen, okay, muss man die Muskulatur so auftrainieren, dass das Volumen unter der Gesichtshaut wieder größer wird, okay, von den Muskeln. Dann kommen die Wangen wieder ein bisschen mehr raus, die Augen werden größer. Ja. Das geht nur mit intensivem Muskelaufbautraining. Okay. Und das tut halt ein bisschen, am Anfang spürt man es halt ordentlich, wenn man Muskelkater. Ja, okay. Ja. Und du hast ein Buch. Ja. Und du hast auch eine DVD im Angebot. Und da ist alles bis ins ganze Detail erklärt. Meine Geschichte ist drinnen, es ist, wie wirkt die Methode, warum wirkt die Methode, und da sind auch alle Übungen, also die wirklich die wichtigsten, besten Übungen in einem 10-Minuten-Programm drinnen. Mhm. Das heißt, man hat dann wirklich das Gesicht von oben bis zum Dekolleté, jeder Muskel ist dann. Dekolleté sogar, okay. Ja, ja. Mhm. Weil ja, das ist eine schwimmende Muskulatur im Gesicht. Das heißt, wenn man die Wangen anspannt und richtig anspannt, hebt sich sogar das Dekolleté. Das sieht man aber dann, wenn man die Übungen richtig macht. Okay. Was passiert, wenn man die Übungen falsch macht? Es kann sein, dass man vielleicht, wenn man nicht die Hände richtig hält oder ein bisschen manches nicht beachtet, dass man sich dann woanders Falten eintrainiert, wo man es nicht gerne. Okay, also es kann sonst nichts passieren, ja, aber es ist wirklich jede Übung Schritt für Schritt beschrieben, wie man es macht. Also das heißt, man muss auch ausgleichen, wenn du sagst, wenn ich die Hände nicht richtig habe? Ja, man braucht beim Training eigentlich immer die Hände im Gesicht. Erstens einmal als Widerstand, so wie bei den Fitnessstudio-Gewichtern. Oder wenn ich zum Beispiel, man arbeitet sehr viel mit dem Mund, Ankel, dass ich diese Falte, die sie dadurch bei jeder Anspannung bin, die gleiche ich dann aus mit den Fingern. Aber okay, das ist eigentlich ganz einfach. Ja. Weil man sieht es ja dann im Spiegel, wo muss ich ausgleichen und wo soll sie dann der Muskel bewegen. Und das ist im Buch eigentlich perfekt beschrieben. Okay. Und die mit dem Buch nicht zurechtkommen, habe ich dann auch vor 5 Jahren eine DVD, wo die Übungen dann gezeigt werden. Ja, also ich bin eher so ein auditiver Mensch, also ich bräuchte es erklärt, ich tue mir leichter, wenn mir was erklärt wird. Mhm. Ne, und dann, ich glaube, für mich wäre da die DVD ein gutes. Ja, auf manche ist eine gute Ergänzung oder sie kommen zu mir in den Workshops, wo ich dann vor Ort genau, dann das wäre natürlich das ist gleich unter deiner Aufsicht praktisch. Dann kann man sich gar nichts falsch eintrainieren. Auf das achte ich dann. Genau. Also da gehe ich dann schon auf jede Dame einzeln ein und schaue, es ist sehr unterschiedlich. Hohe Stirn, ein bisschen flachere Stirn, etc. Also ein bisschen muss man die Finger ein bisschen anders anlegen. Ja. Aber es ist eigentlich so nicht schwierig. Ja, okay. Und wie schaut es jetzt aus bei dir mit Pflege? Also jetzt trainieren wir, ich sage jetzt wir trainieren jetzt die Muskulatur von unten. Da kommt jetzt auch unsere Schnittstelle dann. Stichwort Kollagen, Hyaluron, Spermidin ist jetzt in aller Munde. Ja. Dann gibt es verschiedene Vitamine in den Cremes auch, die wir für die Haut brauchen. Mhm. Wie schaut das aus? Was Pflege anbelangt, da bin ich der Meinung, da muss jede Dame für sich das Produkt finden. Also ja.
Es gibt ein unglaubliches Angebot, zu den Angeboten auch unglaubliche Versprechungen. Ja, also genau. Das gibt es auch dazu. Aber es ist schon wichtig, dass man für sich die richtige Pflege aussucht und erfindet. Ganz wichtig ist, das sollte man nicht überpflegen. Überpflegen ist nachweislich nicht gut für die Haut. Nur wichtiger finde ich, dass man von innen heraus was arbeitet. Das finde ich persönlich wichtiger. Da geht es einmal an erster Stelle die Ernährung, die richtigen Mikrostoffe. Wasser. Ja, Wasser sowieso. Ja, Wasser sowieso. Wasser trinken. Ja. Und also ich denke mal, von innen heraus ist es ganz wichtig. Ja. Es ist einfach die Nahrung für die Haut. Ja. Also da überschneiden wir uns jetzt ganz wunderbar. Genau. Weil meine Partnerfirma, wir haben im April ein Getränk herausgebracht, ein kleiner Shot, ein Vitaminshot mit Hyaluron, Kollagen und Spermidin, all in one, für jeden Tag. Ein Shot kommt mit den Hautvitaminen, Zink und Kupfer und so weiter, direkt im Darm an und kann von dort verteilt werden. Das, der schöne Effekt ist, dass das nicht nur die Haut unterpolstert, eben, wir haben Hyaluron und Kollagen in unseren Kniegelenken, in allen Gelenken, im Herzmuskel brauchen wir Kollagen. Ja, also alles wird versorgt, wenn wir quasi diesen Shot einmal am Tag nehmen. Und die Zellstruktur der Haut ist jetzt nicht Muskulatur, braucht aber auch Kollagen. Ja, ja. Also Muskeln, der ganze Körper in letzter Phase, die Zellen, die brauchen eben diese Nahrung. Genau. 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 Also auch die Muskulatur. Es ist einmal wieder, noch habe ich noch eine Schnittstelle gefunden. Ja. Weil wir sind im Muskeltraining, also haben wir da den doppelten Effekt. Ja. Ja. Und das ist eben der Punkt, wo ich sage, wenn wir eine teure oder halt eine hochwertige, teure Creme kaufen mit Kollagen und eine Creme mit Hyaluron und eine Creme mit Spermidin, weil im Gesamtpaket haben wir jetzt als einzige Firma dieses Getränk. Alles andere muss man sich separat kaufen. Ja. Und dann creme ich mich ein und durch die abgestorbenen Hautschüppchen und die verstopften Poren dringt das ja gar nicht bis ins Zell- oder Muskelgewebe rein. Geht gar nicht. Also von außen die Cremes können ein Hautbild ein bisschen befeuchten und glatter machen oder so. Ja. Aber in die Tiefe geht der Creme nicht. Also so, dass wir eine Depotwirkung auch erzeugen. Genau. Ne? Genau. Da brauchen wir den Darm quasi zur Unterstützung, der dann die richtigen Stoffe an die richtigen Stellen bringt. Zum Darm möchte ich da noch was ergänzen. Mhm. Wie wichtig der Darm ist eigentlich fürs Aussehen, weil ich merke das, also wenn jemand mit Darm ein Problem hat, ist ja wichtig, dass der gesund ist. Ja. Man merkt ja auch im Gesicht an, das ist, sagt mir immer, da ist der Darm. Ja. Also darum sage ich immer, also das ist über schlechte Ernährung oder wenn einem was fehlt. Stress. Ja. Ängste. Wahnsinn. Ja. Genau. Es ist auch die, ich sage immer beim Aussehen, es ist immer Summe von Faktoren. Ja. Es ist nie eines alleine, nur das eine und es ist eine Summe der Faktoren. Ja. Und was ich natürlich auch immer ganz wichtig finde fürs Aussehen, ist die positive Einstellung zum Leben. Nutzt das Gelachfalten sind halt schön, wie die Grießkram-Mundecken nach unten. Das nutzt halt nichts. Nie den Humor verlieren, nie den Optimismus verlieren. Und wir Frauen wollen einfach was machen für unser Aussehen. Das ist einfach bei uns oder bei den meisten wichtig und da kann man schon sehr wohl was tun. Und mit Gesichtsmuskeltraining geht es einfach, wenn man es zu Hause machen kann oder wenn man die richtigen Nährstoffe zu sich nimmt. Genau. Sieht man relativ schnell. Ich bin auch da in Amerika in Kontakt, meine Schwester nach wie vor noch drüben lebt. Die sind da meistens dem voraus und so. Und da drüben, das ist das ist schon Usus, gell? Usus, diese Mikronährstoffe, diese wichtigen zum Aussehen dazu. Weil es ist halt ein, also wir sind ein Gesamtpaket, ne? Genau. Wir sind nicht nur Haut, wir sind nicht nur Leber oder Darm, ne? Wir sind ein Gesamtpaket und ich sage immer gern,
Also Schönheit ist auch ein Ergebnis von Gesundheit, oder? Na, unbedingt. Schönheit ist ein Ergebnis von Gesundheit. Ja. Viele Leute wissen ja nicht, dass das Aussehen sehr oft beeinflusst wird, weil man so sehr übersäuert sein wird. Ja, jetzt haben wir wieder ein Thema, das sich überschneidet. Ja. Also eins unserer Konzepte, also wir haben diese Partnerfirma, mit der ich auch zusammenarbeite, Ayuna, wir haben insgesamt 5 Produkte. Okay. Das ist alles. Ja. Mhm. Und das ist, es geht ums Entsäuern, um die Darm- und Lebergesundheit. Und das ist unser neuestes Produkt, weil einfach die Schönheit und die Gesundheit ja gehört zusammen. Ja. Und ich zum Beispiel trinke, den wirst du heute vielleicht noch kosten wollen, einen grünen Kaffee von uns, ja, der auch von uns in der Universität Heidelberg entwickelt worden ist, mit Reishi-Pilzen, mit Maitake-Pilzen, und dieser Kaffee verstoffwechselt basisch. Ja? Wirklich? Ja, weil er aus der grünen Bohne gemacht wird. Also der wird nicht geröstet und ist hochreich an wichtigen Säuren für den Körper, Zellgewebe reinigen. Ja? Und ja, der Basensäurehaushalt ist ein wichtiges Thema. Ja, und das ist, wenn der Körper nicht da die Balance hält, dann leidet die Haut, das Aussehen, die Psyche, da leidet alles darunter. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir noch sogar den Basensäurehaushalt mit hineingenommen. Ja, der kommt relativ schnell immer, weil man immer irgendwie immer auf den zurückkommt, weil der eine Komponente ist, der einfach für Gesundheit und Schönheit extrem wichtig ist. Ja, der gehört einfach dazu. Ja. Ja. Aber jetzt hätte ich noch eine Frage, wenn ich darf. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin vor ein paar Tagen 61 geworden. Jetzt schaue ich noch einmal. Deine, also das ist wirklich für mich jetzt das Auffallendste. Nein, wirklich einfach das jahrelange Training. Ja. Und ja, das Training ist halt insofern durch die Muskeln so wichtig, weil die Muskeln eben, man sieht sie ja, größer sind, wenn ich nicht trainieren will. Ja. Und das Volumen ist... Also du hast auch sehr schöne Backen. Ja, Wangen hier. Durch die Trainieren von der Wangenmuskulatur. Okay. Also da gehen ja die Wangen wieder nach oben, weil es rutscht ja alles nach unten durch die Schwerkraft. Ja. Und wenn feste Muskeln gehen, dann einfach nicht so schnell nach unten. Ja. Ich meine, man kann das Alter nicht stoppen. Das wäre eine Lüge, wenn man jetzt sagt, das Alter kann man stoppen. Ja. Ich kann nicht versprechen, wie viele Jahre, dass man jünger ausschaut oder so. Man sagt so, wenn man Training macht, zwischen 2 und 5 Jahre. Ja, weil es kommt ja eben darauf an, und das kommt, wie ist mein Mindset, ne? Wie gehe ich durchs Leben, was esse ich? Genau. Also was ich aber immer versprechen kann, ist, wenn man Muskeltraining macht, Gesichtsmuskelaufbautraining, man schaut immer jünger aus, wenn man es nicht macht. Das kann ich versprechen. Ja. Und das bestätigen wir inzwischen Tausende von Damen, die bei mir, also die noch ein Buch trainieren oder ein Workshop machen. Ja, wir wollen halt alle schön sein und jung sein. Wir wollen uns einfach wohlfühlen, gell? Gut fühlen und wohlfühlen. Und das geht's. Und dass man zufrieden ist. Genau. Was auch eben schlecht ist, wenn man sich ständig mit dem Alter beschäftigt und jede Falt ist. Ja. Man sieht sie im Prinzip ja eh immer dreimal so groß, wie es der andere sieht. Und wenn man, also ich sage, es gibt auch ein paar Zitate im Buch, wo da drin steht, es macht nichts älter, wie wenn man sich ständig mit dem Altern beschäftigt, in Form, dass man kritisch ist. Ja, ja, genau. Also man soll etwas tun und da gibt es viele Möglichkeiten, ob es mit Training ist, mit guten Nährstoffen gibt, von innen heraus, man kann was tun, aber man sollte das alles. Konsequent, aber gelassen betreiben. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Danke. Gerne. War schön. Ja. Sehr informativ, hat mich sehr gefreut. Und das war's heute wieder einmal mit einem Interview zum Thema Well-Aging mit der Christa Gugler und der Silvia Wessely. Ich wünsche, wie immer, stimmungsvolle Grüße und bis bald. Danke, Christa. Gerne.